Let's Play Dark Souls Together und bei der höchstwahrscheinlich vorletzten Folge mit Neptun Huge. Hey! Oleg, heute wird eine richtig spaßige Folge, denn wir haben vor, alles zu wechseln. Alles. Ja. Und vor allem, wenn ich und Neptun weitere Let's Play Folgen Together aufnehmen und es viele, wo wir bezieht werden können, werden wir das natürlich voll ausnutzen, weil, ganz ehrlich, gib zu, ihr hättet auch sicherlich schon mal gedacht, was passiert mit den NPC und den NPC mit der Tropfen, was denn wichtig ist, habe ich eine obergeile Waffe, die mich überpowern lässt. Und das werden wir euch in dieser Let's Play-Folge zeigen. Ja, genau. Also ich fange an bei Feuerbrandschrein und ich werde zuerst mal diesen Magier-Lehrling da töten. Und diesen blauen Typen, der liegt doch auch noch bei dir, gell? Dieser blaue Typ. Was? Der blaue Typ, der da sitzt, aber mit dem man noch reden kann, der einen Tipps gibt. Ah ja, natürlich, den werde ich jetzt auch gleich töten, aber erstmal den Magier. Oh, das finde ich eine gute Auswahl. Der Magier sieht das schon scheiße aus. Das finde ich nett. Und bam! Lord, two hit! Okay. Der war easy. Man hatte gedroppt, Menschlichkeit. Zauberei Stille und ruhender Drache. Ruhender Drache? Ring ruhender Drache, ja. Achso, es gibt ja ruhender Drache und grüner Drache. Genau, das ist ja, glaube ich, um Magie zu verstehen. Nee, ich glaube, das ist ja. Nee, das ist so dieser Ring, den man in Sins Festung findet. Ach, stimmt doch, genau. Der Träger verursacht keine Geräusche. Nicht schlecht, dass er das hat. Achso, der, genau. Ja, doch, den habe ich sogar ganz am Anfang, wo ich das Spiel noch gespielt habe, auch ganz nett angezogen, weil ich fand den am Anfang wirklich schmutzig. Ich dachte, dass ich gar nichts am Moment hatte. Okay, jetzt ist der Typ dran, der am Leuchtfeuer sitzt. Das der ist auch zu hit. Nein. Ich glaube, ihr habt mir einen Gefallen getan. Na super. Nein, ich wollte ihm keinen Gefallen tun. Okay, jetzt kommt der nächste, ist der Pyromant. Hallo. Der ist auch tot. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Was? Wie viele Personen stehen denn bei dir im Feuerwehrschrein? Also ich habe jetzt den Magi getötet, den Typen mit der Kettenrüstung, der von an links sitzt. Dann den, wie heißt er, der Pyromant. Jetzt laufe ich kurz dahin und da, wo der Typ der Wunde beibringt, der steht auch noch da. Alter, ich habe eine Story, wo wir einfach mal so, Beispiel, dann einmal bei seinem Festung waren und einmal dort waren, habe ich da einfach ab und zu mal abgemurkt, weil ich wusste, dass ich nicht das Magie dabei habe, um mit denen zu kommunizieren. Oh, ja, ich hab den nicht. Bei mir sitzt er immer noch irgendwo. Er müsste immer noch da beim Dings sitzen, unten im Käfig. Aber ich habe keinen Bock, da hinzulaufen. Naja. Oh, dort. Dafür habe ich halt die Schwärme, die ich so aufgelassen, also wo man Schwärme kommt. Die Schmiede, die sind eh geil, weil die drei Schmiede, die, keine Ahnung, die sind so witzig, wie aggressiv die werden, wenn man sie einmal berührt. Naja, also bei mir sagen die einfach nur eine Sache und dann sagen sie die zweite Sache, weil sie schon tot sind. Jo, ey. Also ich bin jetzt fertig beim Feuerbahnschein. Ich laufe jetzt kurz zum Schmieden, zum Schmied. Kammer, Dings, Gemeinde der Untoten. Dann laufe ich kurz runter zu den Katakomben. Und kill den Schmied dort. Ich hoffe. Ja, doch. Ich glaube, ich lasse mich dann umbringen, sobald ich ihn umgebracht habe. Okay. Ich wollte gerade den Dings, den Baum runterklitschen, um den Dings Drachen zu töten, der da unten ist. Aber hat nicht ganz funktioniert. Was? Welchen Drachen? Den Ding. Den Drachenteil, diesen Aschesee-Drachen, den wollte ich umbringen, aber irgendwie habe ich das da, keine Ahnung. Habe ich keine Lust drauf, der ja, der ist viel zu weit weg, das lohnt sich gar nicht. Oh ja, endlich kann ich mich rächen. Dieser Typ, der fast jede Folge, die ich hier angefangen habe, verkackt hat, weil er die ganze Zeit mit einem scheiß hässlichen Hammer rumschlagen musste. Und jetzt wird er dafür büßen, dass er meine fucking Audio kaputt gemacht hat von der Folge. Was? Und stirbt. Ihr traut euch ganz schön was zu. Untoten, oder? Hey, Alter, der ist ja voll der Boxer, Alter, schau dir mal an. So. Alter, der macht mich ja voll fertig. Holy fuck, der ist ja voll gut. Oh, der ist tot. Alter, der macht ja richtig Schaden. Oh, der ist tot.
verflucht sollt ihr sein, hinterhältige Abschaum. Drei Menschlichkeit und Schmiedhammer. Das Witzige ist, wenn du die Tochter des Chaos tötest, dann wird dieser Typ daneben voll irgendwie. Naja, ja. Aber ich habe den Typen, glaube ich, getötet. Hast du gesehen? Ja, weißt du, so unwichtige Beziehungen lassen sich geben, die immer eine Scheiße danach labern, wenn man sie tötet, aber. Naja, erstmal du gemeint, der Untoten würde ich jetzt sagen. Ich muss mal schauen, wie dieser Schmiedehammer aussieht. Hier, Schmiedehammer. Lol, ist ja voll der Mini-Hammer. Ja, und damit steht er noch zu, so was Lächerliches eigentlich, ne? Gott, das ist ja übelst schlecht. Wahnsinn. Ah. Ups. Vielleicht B gedrückt schon statt A. God damn it, komm, jetzt gib mir die Pyromantieflamme. Stimmt, den werde ich jetzt töten, glaub mir. Okay, ich hab jetzt getötet. Oh, den Typ bei der Kirche oben, bei den Gargoylen. Der einzige Typ, der deine Schulden begleichen kann. Stimmt. Weil wenn wir alle töten, dann hat man ja sicherlich so Schulden. Ja, dann hat man, glaube ich, das Maximum 60.000. Ja, vor allem hier beim Hacker, wenn man sieht, bei auf der Liste der Schulden dann. Ja. Bam. Oh ja, der wird so sterben. So, erstmal den Schmied hier, den Hauptschmied, den man sieht, erstmal fett umbringen, aber dafür ist immer Kraft der Erd. Den traut kein Meter, Alter. Ja, der ist brutal, Alter. Wenn du blockst, der haut einfach durch dein Schild durch. Boom! Oh, scheiße. Okay. Ja, genau das meinte ich. Boom! Ah, ich hab ihn instant getötet! Was, echt instant? 1200! What the fuck? Ich hab ihn nicht mal die Chance gelassen, wieder zu attackieren. So ein Löffel, ey, ja, das hatte ich bei den Typen beim Feuerbahnschein auch. Die hat einfach keine Chance. Oh, scheiße, die ist hart. Warte, bevor ich zur Tochter. Nein, hier ist nochmal. Kann man das versetzen, genau, den nächsten Schritt umbringen. Aber hallo. Oh ja, genau. Weißt du, was wir machen können? Wir könnten aber nur die Leute wissen, von denen wir Sachen wissen, dass wir auch was Sinnvolles bekommen. Naja, ich weiß aber nicht, ob ich von allen was Sinnvolles bekomme oder von nicht. Alter, diese Dinger da bei der Kirche machen mir überhaupt keinen Schaden. Du weißt doch, diese komischen Zombie-Dinger da. Ja, ja. Weil wenn man bedenkt, dass wir jetzt schon so weit gekommen sind, und dann ziehen einfach nichts mehr ab, aber bei New Game, dann ziehen die auf einmal ein bisschen. Ja, wenn du New Game Plus anfängst, dann ziehen sie richtig was ab. Man muss halt nur richtig fett aufpassen. Ja, Mann, aber das ist wirklich Hammer. Oh, ich weiß, was ich noch mache. Guck mal, du musst in den Wald gehen. Also da bei Artorias, weißt du schon? Da, wo diese Katze ist. Ja. Dann gehst du bei der Katze, nimmst den Eid an. Und dann tötest du die beiden Typen. Stimmt. Die zwei. Und der eine droppt ja den Ring, damit man so Backslips machen kann. Ja. Und der andere, der droppt dann Marukumo und sein Rundschild. Stimmt, und ich bin dumm, stimmt. Ich hätte jetzt Marukumo auch von denen herbekommen können. Aber ich hab das dir eher als. Ja, du hast das Drop von den Katakomben. Okay. Bam, come at me, Bro. So. Das werdet ihr bereuen. So, nächster Test, Leute. Innere Kraft beim Schmied in Analando. Ob ich den auch One-Hit, aber das glaube ich nicht. Der sieht aus wie. Urkurso. Buch der Schuldigen. Oh ja, ich hab das Buch der Schuldigen bekommen. Ich bin schuldig. Der hat mich instant fast gekillt jetzt. Kann ich eigentlich jetzt mich im Buch der Schuldigen nachschlagen? Hey, der hat sich genauso aus wie der auf dem Anorundo dachte. Buch der Schuldigen. Und tot ist er. Ah, warte. Gute Nacht. Komm hier, deine Werte der, rechts. Der Schmied, der sagt mir gute Nacht, bevor er stirbt. Das finde ich doch mal kreativ. Ne, das war hier RT. Deine Daten werden geladen. Meine Schulden betragen 1, lol. What the fuck? Ja, das war nicht genug Leute ermordet. Ich will mehr Schulden. Wieso habe ich nur einen Schulden? Ach so, nach dem Future hast du zufällig einen oder sowas. Was habe ich? Ich kann die Dings nicht töten, glaube ich. Die Dings kann ich nicht töten, die Tussi, die Wendelin, die Tochter von. Oh, ich kann sie sogar töten. Du kannst sie mit dem Bogen töten, ja. Ach so, oh. Die Hand kann ich jetzt getötet. Jetzt wird alles dunkel in Anorlando. Oh Gott, du bist doch am Arsch.
Jetzt kommt sie gar nicht zu wissen, wird ganz Adalando verdammt wegen mir. Hey, das mache ich jetzt auch. Auf geht's! Und es gibt diese Scheiße, diesen Hauptraum, diesen zwei riesigen machen, wir sind jetzt klein geworden und können uns gar nichts verändern, weil die genauso groß sind wie wir. Ja, das sind jetzt andere Dinger. Das sind jetzt irgendwelche Söldner. Und das Witzige dabei ist, das Leuchtturm vor der Tochter der von Galvin, das ist halt nochmal wie keine Feuerhöhle drin. Das muss man mal beachten dabei. Ja, Leute, so ist das. Hey, in Sins Festung ist ja auch noch der Typ, der Händler da. So, jetzt muss man kurz Feuerwand schreien. Da stehen bei mir auch noch lauter Typen rum, die ich noch nicht getötet habe. Hey, ich geh jetzt kurz mal in Sins Festung hoch und kill dann den Typen da. Der hat aber auch nichts zu tun, aber doch, der ist relativ leicht zu erreichen, auch stimmt. Ja, ich muss einfach nur den Aufzug hoch und dann bin ich schon da. Den da auch instant töten, oder? Nicht übel, ich glaube, ihr habt mir einen Gefallen getan und tot. Ich habe nur einen Gefallen getan, an dem ich ihn getötet habe. Du musst der nächste Wichser. Da! Nein, den habe ich schon getötet, scheiße. Scheiße, ich muss jemanden töten. Ich muss töten. Da, Lerning-Magier. Wow. Das war knapp. Was ist denn los, Jan? Komm mit mir, Bro. Ich bin Zauberei still, komm mit mir, Bro. Er hat Meister Lugan enttäuscht, weil er verrückt ist. Oh, armes Arschloch. Oh. Jetzt ist die Feuerwehr drin. Armes Boot. Was, du willst die Feuerhüterin auch töten? Ja, nur ob ich schon durchkomme. Scheiße, ich kann ihn nicht töten, weil... Die hat Glück gehabt. Die lass ich leben. Die hat Glück. Die hat's verdient. Ja, du kannst sie vielleicht mit einem Chaos-Feuerball töten. Hab ich schon versucht, ich hab ihn reingeworfen, aber das funktioniert irgendwie nicht. No. Oh Gott, das war knapp. Ich bin fast runtergefallen. Kann ich kurz nach Neuland durch. Okay. Hallo, mein Freund. Mein stahliger Freund, du wirst jetzt sterben. So. Oh ja. Ich könnte mal den Hinter töten können. Oh ja. Im Neuland doch. Nein, der coolste Bro. Also ich habe jetzt noch im Gedanken, einmal den in Neuland oder den Typen, hinter den Gittern, der Schmied, dann einmal den auf der unter der Putze sitzt, der Smog-Verfolger, und einmal den dritten Schmied in den Katakomben. Ja, der Schmied in den Katakomben, da muss ich auch noch töten. Also ich habe jetzt den Typen gekillt. Das war easy going. Ich muss jetzt mal wieder zum Leuchtfeuer zurück. Jetzt bin ich mal ob ich den töten kann. Aber ich glaube nicht. Ich muss einfach noch Chaosball da reinwerfen, dann geht das schon. Ich glaube, ich habe noch den Händler da bei der Burg nicht getötet. Das funktioniert nicht, da muss ich einen Chaosstuhl einsetzen. Hast du den Schmied getötet schon in Anolondo? Ja, hab ich. Okay. Warte, wer ist denn noch? Scheiße, irgendwie kann ich ihn nicht töten, verdammt. Also ich mache jetzt erstmal dunkel und dann töte ich den Schmied. Riesen Schmiede haben wir. Ich kann nicht, Alter, ist der groß. Alter, da wird jemand auf die Fresse kommen, das ist bestimmt unangenehm. Bye bye, Titis. Aber wie geil, Mann. Die Todesanimation. Okay, an den komme ich anscheinend nicht ran, das ist blöd, egal, dann hat er Glück gehabt, würde ich sagen. Oh jo, jetzt wird es einfach mal dunkel. Dunkel. Nur weil du eine Person getötet hast, die... Das war nicht mal eine Person, das war eine Illusion. Nur weil du eine Illusion tötest, die nicht mag, getötet zu werden, dann deswegen wird dir eine ganze Stadt dunkel, das ist halt dunkel. Hey, stimmt, es ist ja einfach so dunkel geworden, ohne dass irgendwas gesagt wurde, weil wir ja Wendelin schon getötet haben, ne? Ist das Feuer eigentlich jetzt kaputt oder nicht? Nee, ist nicht. Hey, cool. Ey, du sag mal, wo kann man eigentlich noch Leuchtturmsteine kaufen? Leuchtturmsteine? Ja. Leuchtturmsteine? Ja, aber ich hab dich vergessen. Ich bin ja immer noch verflucht wegen so einem vielen Schandstall. Du bist verflucht? Ja, keine Ahnung, Alter. Ich bin da irgendwie tot umgefallen und dann dachte ich mir, ich habe eh welche dabei, dann hatte ich doch keine. Behindert, echt. Lol. Der Typ bei der Stadt der Untoten, da dieser eine Händler da hinten in dem Gang. Ja, ich hab gedacht, bei mir sogar noch.
Sicher? Ah, das ist dunkel hier drin, ey. Ah, bin ich runtergefallen, schwul. Gibt's eigentlich nicht ein Wunder dafür auch noch? Keine Ahnung, nee, glaub nicht. Egal. Leute! Wow, 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 shit, hi. Ja, hab ich dich nicht gerade getötet? Die Wunder, die liegt ja bei mir auch noch, den muss ich auch noch umbringen. Lol, Kneid, Talense? Talgis. What the fuck? Was war das jetzt gerade? Nein, nein. Hä? Ey, was ist das gerade vor der Bug? Was? Guck mal, ich hab an der London Nacht gemacht, ne? Ja. Da bin ich hingegangen zu den zwei Typen und dann ist bei mir auf einmal ein Typ beschworen worden. Kneid Talense. Echt? Ja. Und dann wurde der gewone-hitted von diesen Typen. Von wem? Ja, von diesen zwei Wächtern da, die jetzt da drin stehen, anstatt von dem anderen. Vorschau, oder wie? Lol, also ich versteh's nicht. Und dann steht da, Knalltalente wurde wieder zurückgerufen. Ich muss mir mal etwas bei dir anschauen in deinem Video dann, Alter. Lol, Mann, das ist ja echt crazy. Weil der ist unlogisch. Alter, wieso kann ich nicht hitten? Hä? Mach ich jetzt keinen Schaden oder ist er einfach nur blöd? Sonst kenne ich den, der das Bockkostüm verkauft. Und ich fand, der sich zu der setzt. Achso, ich bin einfach zu weit nach hinten gelaufen, deswegen. Alter, der Kristallwaffen, schnell töten. Bei den Türen, warum? Meine kostbare Sammlung. Autsch. Tut ja weh. Oh mein Gott, Alter, wieso hat das nicht geblockt? Das war doch ein Witz, oder? Ich weiß auch nicht, aber ich finde es selten, dass die Witzel nicht so unvermietet haben. Hey, what the fuck? Ey, der hat doch eindeutig geblockt. Ich verstehe nicht, was da los ist, Spieler. Ey, sieht mal so, die Schlange, die haben wir schon. Die hat mich so zusammengedreht, dass sie verschwunden ist. Stirb, Bastard, stirb. Die Schlange hat mich gleich kaputt gemacht. Okay, ich hab 5000 Seelen bekommen für den. Alter, das war richtig hart, den zu killen. Boah, wie lange waren wir schon nicht mehr auf dem Friedhof hinten? Alter, ich bin nämlich gerade auf dem Weg zum Schmied, aber das ist eigentlich ganz easy, weil wir haben ja schon die Treppen umgedreht, gell? Diese Stacheltreppen. Oh ja, in dein Gesicht. Oder ich meine in dein Rücken, meine ich, also. Kommen wir sofort instant runter. Boah, Alter, ich hab's gerade geschafft, den Typen zweimal zu backstabben. Er ist aufgestanden und ich habe ihn gleich wieder gebackstabbt. Hintereinander. Ja. Es geht aber nur beim NPC, glaube ich, weil beim Spieler wäre das echt hart. Ja, aber Spieler, die rollen sich dann sofort weg, weil die spammen dann die Rolltaste. Also, ich mache das zumindest immer so. Ja, das funktioniert aber auch meistens. Warum sollte man sich auch von so kleinen Pissern töten lassen und so kleinen Hackern schwuchteln, was auch immer? Ja, eben. Vor allem, weil die das irgendwie so komisch machen, dass das gar nicht voll unlogisch ist und dann bist du irgendwie tot. So, ich glaube, ich habe jetzt zu viele Seelen in meinem Inventar und ich habe jetzt so viele Punkte bekommen durch 20 Stunden von freundlichen NPCs. Ich glaube, ich steige gleich mal ein Level auf. In den Arsch gestochen. Und gleich mal 26 Menschlichkeit, also jetzt brauche ich keinen mehr. Oh, das ist jetzt aus? Was? Nee, das ist er nicht. Komm, lass da aus. Ah ja, jetzt lass er aus. GG. Oh ja. Ich hätte ihm nix. Ah, er ist tot. Ich muss den Schmied unten dran kommen, schwöre ich dir. Okay, ich hab den Riesenschmied umgebracht. So, Schmied, ich bin auf dem Weg zu dir. Okay, jetzt benutze ich, glaube ich, einen Heimkehrknochen, weil ich keine Lust habe, hier wieder zurückzulaufen. Was? Ich hab mich ja anfangs total über seinen Knochenbart lustig gemacht. Stimmt ja noch, genau. Jetzt kann ich ihn seine Knochenbart abhacken. Ach, bist du jetzt dort schon bei dem? Oh ja. Ich mach mich gerade auf den Weg dahin, ich muss auch gucken, wie ich hinkomme. Oh Leute, ich bin bei Sens fast beim letzten Mal gerastet. Teleportieren, wo soll ich nochmal hin? Finstermond, glaub, da ist nix, der Abgrund ist auch nix. Wenn man verflucht ist, dann hat man richtig Schiss zu sterben. Wieso bist du aber verflucht, du Lappen? Ja, du bist runterfallen, da hat man voll Schiss dann. Geh dich entfluchen. Ja, geht nicht, den hab ich auch schon getötet. Ich Trottel, ey. Das war gut, Alter. Oh ja, jetzt kommt der Typ wieder töricht danach. Ihr könnt niemals der Erwählte sein.
Ja, ich glaube, hier kommt schon gerade wieder der Pinata voll von mir. Ja, ich hör dir nie zum Ende zu, deswegen ist er immer noch dort, jedes Mal. Achso, ich hör gerne zu. Ich nicht, ich laufe einfach vorbei. Ja, laber doch Scheißdreck. Keine Worte zu sagen, hör ihm doch mal zu. Ja, ich höre immer nur, ihr könnt nicht ausgewählt sein, ja, okay. Wenn nicht, wieso bin ich dann so OP? Warum? Erzähl mir das, warum bin ich besser als du? Warum bin ich dann besser als du? Jetzt muss ich das nicht herbekommen. Ich kann da nicht, der Auserwählte ist nicht stärker, wenn das erst. Oh ja. Ich warte, jetzt bin ich beim Spiel, jetzt gibt es eine ordentliche Schlägerei. Ah, ich hab keine Ahnung, wo der ist. Ja, dann kann Trappen etwas innere Macht wieder anmachen. Trapp, bam. Wieso brauchst du denn danach für den kleinen Schmied an? Oh. So, jetzt pass auf, instant, bevor sich aber erstmal zu verbunden. Und zack, boom! Und instant und verflucht! Und Barbus aber Königschell, was? So, jetzt haben wir den auch schon getötet. Wieder ein erfolgreicher Tag und so telefoniert. Warte mal, wo muss ich jetzt nochmal hin? Treppen runter und dann einfach immer die ganzen Treppen runterspringen. Eins nach dem anderen. Vor allem, du bist ja nicht versucht. Du kannst da die Schild runterfallen. Warte mal, ich weiß nicht genau, wo ich hin muss. Ganz abgesehen davon, ja, mein Freund. Muss ich wirklich da runter? Achso, du meinst, unten muss ich jetzt. Stimmt ja noch. Da gibt es ja noch diese unheiligen Finger da oben, diesen Gipfel da oben. Ich hab's ja gerade auch einen Flugstein. Aber ich glaube, ich hab's gerade verkackt. Ja, ich hab's verkackt. Ich bin gerade am falschen Ort. Oder? Ach, Dima, Mann. Jetzt habe ich den Barmus getötet mit dem Schmied. Und es fehlt mir immer noch 10, wenn ich 10, dass ich aufsteigen kann, wo ich wieder ein NPC töten will. Alter, jedes Mal, wenn ich Barmus höre, immer so dieses, kommt mir dieses Lied in den Kopf, so. Barmus a la Playa. Kennst du das? Nein. Oh, was bist du für einer? Das ist bestimmt irgendein Lied aus Russland. Ja, genau, das ist Spanisch wahrscheinlich. Spanisch, apropos Spanisch. Ich hab bei dem Vader vorhin war, bei dem Manus, der war Spanier, glaube ich. Ja, echt jetzt? Ja, ich hab schon, aber der wird sich erstmal eh aufgeregt haben, weil ich ihn gekillt hab. Oh ja, ich hab's gefunden. Oh Gott, ich bin so blöd. Ich bin so blöd, ey, ganz ehrlich. Ich hab einen Strafdruck gerade bekommen von dem Typen, Boilerkrieger. Den Rapier. Cool, nice. Und ich denke an den Feuerfischer, an diesen Typen, der dir die Wunder verkauft. Der, weil der tropft auch etwas ganz Fahrtrop. Nämlich den Elfenmann, der ist Mann. Was, echt? Hat er dir den gegeben? Ich habe ihn getötet und dann habe ich bekommen. Ich nicht. Ja, ich dachte, den hast du nicht auf dem Gewissen. Der Fug? Du hast ihn schon getötet? Ja. Okay. Oder vielleicht habe ich ihn sogar bekommen, ist egal eigentlich. Okay, jetzt setze ich kurz den Schmied. Katzing! Okay, das war easy going. Aber ich bin noch nicht. Bevor ich den Typen töte, der mir die Sünde vom Leib nimmt, kaufe ich ihm noch ein Ding ab. Hey, warte mal, der droppt der königliche Helm. Was? Weil der sieht ja richtig mega nice aus. Ja, ich glaube, die Werte sind aber nicht so geil. Aber der ist relativ leicht, glaube ich sogar. Der sieht richtig geil aus, Mann. Fußrodar, Mann. Fußrodar. Können wir nichts nehmen. Okay, dann. Nee, ich bin in der Maske des Sprösslings 100 Pro. Vergebung erbitten. Die 47.000 Seelen, die hätte ich zwar gerade da, aber ich glaube eher nicht. Ich hätte die zwar da, aber nein, ich töte dich lieber dafür. Wir müssen mal dabei sein, eigentlich wieder rufen kommen. Ding. Okay, wieder Heimkehrknochen. So, was mir jetzt noch fehlt, also ich geh jetzt auf jeden Fall die Typen killen, im Wald. Kommst du mit? Ja, ich komm auch nicht hin. Du kannst sowieso nicht rufen, wir haben den Boss schon eliminiert. Ja, stimmt eigentlich. So, aber... Obwohl, warte, kann man... Nee, warte, Tochter des Chaos ist es, ne? Erstmal den Leuten Bestand nehmen, damit ich wieder volle Leben hab. Und jetzt bist du tot. Ah. Hä, wieso wurdest du in Schandstadt eigentlich verflucht? Da kann man doch gar nicht verflucht werden. Warum? Hä? Doppelmenschlichkeit und Buch des Schuldigen hab ich schon hinbekommen. Und 2000 Seelen. Ja, ich auch. Komm, aber ich will die nicht töten. Die ist oben ohne. Mando. Ja, dann? Die Tochter des Chaos. Da unten ist doch diese Tittenfrau. Ja, oder eben. Die? Nee.
Das hinten kommen ja die ganz großen Titten, stimmt ja. YOLO! Oh, ich hab sie getreten. Ja, nichts passiert. So, ab in den Wald zur Katze. Oh, sie ist tot, schade. Ich hab's irgendwo gedacht. Muss ich erst den alten Katz annehmen oder muss ich sie töten direkt? Hey, ich hab eine Feuerhüterseele bekommen! Hä? Ich hab eine Feuerhüterin-Seele bekommen. Ich weiß, das ist das große Loch, gell? Weil das doch das Ja, Mann, ich mich erst voll gewundert, so, what the fuck? Ey, Ding, du bist doch im Wald schon getötet, oder? Die Katze. Die Katze? Nee, die kann man nicht töten. Sicher? Ja. Da musst du bei ihr den Eid erstmal nehmen. Und dann kannst du, dann spawnen da gleich beim Eingang die Typen. Ja. Und dann kannst du die Typen killen. Am besten du schubst den Ninja einfach von der Klippe. Und den anderen, der geht dann automatisch auf dich los. Der Ninja, die Typen sowieso. Der ist ja eh so dreist und versucht sich auch noch hinter mich zu bangen oder so. Oder nur kurz hinter mir zu kommen. Nee, der versucht einfach dich komplett aggro ranzunehmen mit seinem fetten Schwert, weil er denkt, das Schwert ist das Beste auf der Welt. Das war jetzt echt geil ausgedrückt. Aber er kennt ja natürlich auch dein Dings nicht. Er ist dein kaufliches Schwert. Deswegen ist er einfach dumm, behindert und hobbylos. Ja, und natürlich ist er hobbylos. Sonst würde er nicht stundenlang im Wald rumstehen. Und zum Glück bin ich nicht mehr menschlich, weil jetzt können mich die Typen nicht mehr invaden. Ich kann es einfach natürlich hier durchrennen. Ja, dich kann sowieso keiner mehr invaden. Doch, scheiße, dort schon. Nein, ich bin nicht Mensch, ich bin noch menschlich. Guck. Ich hab doch den Wald schon gekillt, ich kann niemand mehr invaden. Doch, in dem Wald könnte ich immer jemand invaden. Echt? Ja. Ach komm, ach wegen dem Waldgebiet, wegen dem Event, ne? Ja, wegen diesem Eid halt. Ach genau, jetzt zeig ich euch gleich, die Katze hier, genau. Aber es gibt hier auch so ein Waldevent, mit dem man. Nein! Kann. Wow. Boah, hey, das tut ja fast weh, Mann. Ich töte gerade die Klasse, die ich am Anfang genommen habe. Und, ja. Hey, weißt du, was das Lustige ist? Mich hat gerade so ein Baum gegrabt. Also, das hat mich so genommen und dann mir das Leben ausgesaugt. Ich habe fast getan bekommen. Gut, wir nehmen uns jetzt, ja. Hey, mein Gott, das ist doch voll der Witz, Mann. Wenn man so eine OP-Rüstung hat, kann man einfach nur stehen bleiben und tanken. So, ich nehme jetzt den Altkurs an. Und dann stehen nämlich diese zwei Typen. Wie gesagt, wenn ihr den Altkurs hier annimmt, dann habt ihr halt den Vorteil, dass ihr hier mit anderen Spielern irgendwie so weit gegen andere Spieler führen könnt. Ja, du musst halt deine Katzenringe anziehen dann und dann wirst du einfach random einfach in irgendeine Welt invasiert als blauer Geist. Oh shit. Oh mein Gott, ich hab vergessen, dass hier doch der Magier ist. Du hässlicher Bart. Stirb doch jetzt. Okay, der ist tot. Ich hab voll verpeilt, dass hier der Magier noch rumsteht. Ich glaube, wir sind mal an dem vorbei oder so. Oh, aha, da war ja noch was. Zwei Leute hier, die hier stehen. Hey, der Ninja fällt mich gar nicht an, wenn ich ihn kicke. Ja, du musst ihn einfach nur von der Klippe runterkicken, sonst. Oh nein, ich habe zwei auch angelockt. Jetzt habe ich ihn attackiert und außerdem geht der mit dem großen Schwert auf mich los. Nein, ich habe drei angelockt. Du, ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem, da. Was? Ich habe der mit dem großen Schwert nicht runtergekickt. Echt jetzt? Ja. Gott, ich schmeiß dich immer runter. Und schön, ach Mann, so weit könnte gar nicht laufen. Oh Gott, Alter, das war grad voll die Vergewaltigung. Ich hab aus Versehen alle drei angelockt. Super Holzwaffenring, Menschenschwert, Eisenrundschild und Murakumo. So, das ist die Katze dran, die Kuh. Aber wenn wir da reinrennen, dann ist hier gleich Pist auf uns, gell? Warte kurz, ich muss mal gleich einen Eid leisten. Okay, was sagst du? Ich hab die Katze jetzt noch angehittet, aber ich konnte sie nicht töten, weil ich nicht genug abgezogen hätte. Ich musste die innere Kraft machen, dann wird sie gestorben, glaube ich. Ne, ich glaube, die kann man gar nicht töten. Egal, ich habe meine 60.000 Seelen durch die zwei Untertanen, die ich erleben will, jetzt kann ich aufsteigen. Obwohl, warte mal, du hast doch den Typen jetzt runtergekickt, ne? Aber das bringt's ja eigentlich gar nicht.
Ah ja, okay, ja, das mache ich wahrscheinlich dann auch. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt zuerst den Ninja töten soll oder den anderen. Gut, ich habe jetzt, glaube ich, soweit jeden getötet, wenn ich mich recht erinnere. Soweit alle Charaktere geschehen, tut es sich noch kurz zum, wie heißt es, Dörbahn. Also, ich habe Nope. Und der ist tot. Apropos Leute, die Aufnahme ist etwas überdurchschnittlich lang, weil, wie gesagt, es gibt viele NPCs, die man töten kann und die Zeit nehmen wir uns. Also, wenn ihr gleich zum Endboss überspringen wollt, dann könnt ihr gleich in den 10. Video klicken. Aber wie gesagt, es ist halt witzig, mal zu erfahren, was die Dinger hier eigentlich wirklich trocken. Ja, das ist halt gar nicht so schlecht. Ja, vor allem super witzig, was sie sagen, weil da kommen lauter Texte dran oder Wörter und so, oder Dialoge, die man gar nicht kennt. Hey, warte mal, wenn ich den jetzt aufsammle, Eibes halt, Digga. Achso. Oh Gott, das sieht ja voll hässlich aus, der Helm. Hast du das überlegt, der Helm sieht hässlich aus. Aber warte mal, du hast eigentlich recht, wenn ich den Helm anziehe. Na, 0,3 Kilo leichter, das wird mir auch nicht viel mehr bringen. Der kann ich trotzdem schnell auf, jumpen. Und für Gavin nehme ich, glaube ich, generell den her, Hebels. Also Leute, ich wollte nur kurz jetzt zeigen, wie das funktioniert mit dem Ring, weil wir haben jetzt den Holzmaserring bekommen. Ah, gut, das zeigt sich. Jetzt habe ich jetzt komplett Chester-Rüstung angezogen, die ist nämlich total einfach, glaube ich. Nein, ich bin immer noch zu schwer. Wahrscheinlich wegen Ornstein-Teilen. Gut, dass du das zeigst, weil ich habe das nämlich jetzt auch vorher vergessen. Ich war zu überzeugt, dass ich das zu schwer bin. Okay, also Leute, wie man hier sieht, also ich habe jetzt hier praktisch nichts an. Und jetzt, wenn ich eine Rolle mache, dann macht er so einen coolen Salto. Yay, Salto, Salto, Salto. Und jetzt kann man die ganze Zeit so rumtrollen, das ist richtig geil. Vor allem dieser Ring, der verbessert also das Rollverhalten. Das heißt, wenn man rollt, dann kann man ja ausweichen. Das ist man in der Zeit, wo man rollt, unsterblich. Und diese Rolle, die dauert länger. Und man ist praktisch fast die ganze Zeit unsterblich. Das heißt, wenn man die ganze Zeit so durchrollt, wird man nie gehittet. Solange man eine Ausdauer hat. Alter! Yeah. Das ist ein cooles Kostüm, Mann. Das gefällt mir, das behalte ich. Was sagst du? Was ist los? Ja, nichts ist los. Also, ich war gerade sogar erschrocken, wo ein Stein auf mich geworfen wurde, eine Penner. Das ist ein Stein. Ich bin gerade mal nicht geschaut, wie du jetzt da ist. Wo gibt's noch NPCs? Ich glaube, ich habe jetzt alles, oder nicht? Ich bin Tochter der Chaos, in dem war Moos. Und ich habe eh noch einen vergessen. Hä? Grog. Ah, nee, ich habe aber einen Schlüssel nicht für den. Sache von 0,5 Sekunden. Nee, kein Bock auf den. Kann man der Prinzessin noch? Hier nicht. Hm? Was? Die unter der Brücke zum Beispiel, die Magierin bei Tochter des Chaos zum Beispiel, diese Pyromantin-Schlampe. Nö, da habe ich auch keinen Bock hinzulaufen. Großrot Logan, ja, der ist bei mir auch irgendwo ganz weit unten im Abgrund, keine Lust. Und warte jetzt noch, dem Wundertypen da, oder habe ich schon. Oder du könntest mal zum Asyl der Untoten zum Beispiel da versuchen, die Fee zu töten mit dem Bogen. Lol, das geht gar nicht. Echt? Hast du schon probiert? Nein, aber ich gehe zum Vollbeschein und versuche sie zu töten. Genau, weil ich hatte auch immer die Idee, aber ich habe es dann irgendwie vergessen. Ich will mal sehen, ob man der überhaupt Schaden zufügen kann oder ob man dann ins Asyl der Untoten überhaupt zurückgehen kann. Ob dem dann auch irgendwie Piss dabei ist. Mal abgesehen davon, dass sie dann überhaupt sprechen kann. Oder Schmerzen empfindet. Oh Gott, der diese Backflips sind so geil oder die Saltos. Damit bekommt man so schnell voran, ne? Ja, übel, Mann. Aber dafür muss man Dinge haben, gell? Viertel des Gewichts, was man maximal tragen kann. Ja, man muss halt wirklich das Minimale anhaben. Aber ich brauche sowieso keine Waffe momentan, deswegen kann ich rumtrollen. Jo. So. Was? Verbindung zum Live unterbrochen? Nein! Ausgerechnet jetzt, aber sei froh, dass wir das Rufen hinter uns haben. Das hat keine Auswirkungen mehr. Nein, warum nur? Warum? Bis live.
Weil typisch. Du auch mal Fehler machst mit deinem Windows Live fucking Ding da. Ich mach Fehler, ich mach gar nichts, ich mach nur Saltos. Und ich töte unschuldige NPCs. Wenigstens passiert es dir jetzt auch mal. Ich glaube, jetzt bin ich tot. Ja. Oh, Spiel wird im Online losgestartet. Jetzt kannst du vor allem gleich vergessen, wenn ihr bei Windows Live automatisch abgemeldet werdet, was der 90% der Fälle ist, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ihr das Spiel nochmal neu starten müsst, bevor ihr euch wieder rufen könnt oder bevor ihr andere rufen könnt. Okay, ich habe mich wieder angemeldet, ich bin wieder online. Irgendwie will mein Charakter mich gerade depp verarschen, weil er nicht auf den perfekten Baumstamm drauf rennt, wie er soll. Hui, Salto! Danke, du Drecksnotte, du hast es geschafft. Okay, hier ist die Krähe. Oh, Xardos ist online. Ein Wunder. Nee, ich bin ja nicht online. Ich bin nicht einfach online. Nee. Nee. Wie gesagt, kein Dark Souls Prepared for Edition. Jetzt Verbindung zum Live von unterbrochen. Echt jetzt? Tick-Tick! Schwör, Mann! Wie geil ist das denn? Das Spiel wurde eventuell nicht richtig abgespielt. Ja, ja, das war bei mir auch gerade. Warum wohl, wenn Windows Live behindert ist? Ich bin schuld, wenn du Windows Live abspackt. Ey, wenigstens bin ich jetzt nicht tot. Der hat nicht abgespeichert, gerade beim Sterben. So, jetzt bin ich auf dem letzten. Man kann die Krähe töten! Echt? What the fuck? Echt jetzt? Man kann sie töten! Was bekommst du dafür? Warte kurz, ich bin gerade im Bogen nicht so gut unterwegs. LOL. Alter, ich schieße dir gerade voll fett ins Auge. LOL. Auf die Summe mit dem Bogen, oder wie? Nein! Nein! Oh, fuck. Er ist weggeflogen. Kurz bevor sie gestorben ist. Oh, ja, ungefähr bei ein Drittel HP noch. Heißt es, warte mal. Verdammt, ich will wissen, was man für das Ding bekommt. Warte mal, heißt es jetzt, man braucht einen Bogen und man muss einen Korkbogen verwenden, damit sie stirbt? Ja, wahrscheinlich, aber vielleicht, wenn du beim Gurkbogen und sie nicht one-hitten kannst, dann, auch wenn es ein HP bleibt, dann fliegt sie weg. Und die fliegt schnell weg, die Krähe. Stimmt. Man braucht so Menschen mit so einem oberkrassen Korkbogen, ne? Ja. Ja, und den wahrscheinlich schon auf Plus 15, dann haut er ordentlich rein und dann ist eh der einzigste Bogen, der wirklich Derbstschaden macht. Und der auch ein Derbstschaden macht. Oh, no. Bis jetzt. Oh, shit. Alter, diese Backflips. Ich liebe diese Backflips. Bist du schnell unterwegs? Flott. Ja, vor allem, ich bin gerade voll fett ausgewichen. Also, Backflip. Oh, verdammt, ich hab vergessen, dass ich ja keine Regeneration hab. Oh, shit. Come at me, bro. Wow. Ich denke, ich hab schon keinen Flug oder sowas. Ich amüsiere mich gerade mit dem kleinen Noob.